wenn ich eine Visitenkarte hätte, dann würde da draufstehen, freier oder privater Entwicklungshelfer. Was bedeutet das eigentlich? Ich möchte das mal an diesem Beispiel Feuer deutlich machen. Ich hatte heute Abend die Idee, am Strand ein Feuer zu machen. Die Idee habe ich jetzt dreimal gehabt und dreimal haben wir ein wunderbares Feuer gemacht. Und der Strand ist mittlerweile sehr, sehr sauber geworden. Gerade heute ist es extrem. Die ganzen Anlieger und Nachbarn kommen und schmeißen ihre Plastikstühle drauf, ihre Plastikflaschen, ihren Müll. Alles, was brennt, wird auf dieses Feuer geworfen. Das heißt, ich als Entwicklungshelfer brauche im Prinzip nur einen Impuls geben, sitze daneben, bewache das Feuer und alle anderen geben sozusagen dem Feuer die Nahrung und nutzen die Gelegenheit, um für sich mal aufzuräumen. Tja, das scheint gut zu funktionieren. Denn, ganz ehrlich, danke Emil, wenn dieser Müll nicht verbrannt wird im Feuer, dann würde der Müll mehr oder minder im Meer landen. Und wie wir schon aus dem letzten Video wissen, ist es für Schildkröten, Wale und dergleichen hochschädlich, diesen Müll zu verspeisen. Folgedessen Müll verbrennen. Nicht einfach nur verkokeln, sondern richtig verbrennen. Das heißt, man nimmt viel Biomasse, am besten Hartholz, im Verhältnis 20-80, damit die Temperatur stimmt. Und dann wird dieser Müll verbrannt. Und dann ist auch gut. Das bedeutet nicht, dass er dann völlig verschwunden ist, sondern dann ist im Prinzip ein Großteil in die Luft gegangen. Aber wenn es so wie heute dann auch wieder regnet, dann wird die ganze Sache gebunden, kommt zu Boden und wird nochmal anders aufgenommen. Kritiker können das anders sehen. Ich sehe es so, Müll verbrennen ist für mich hier die sinnvollste Alternative. Es gibt hier keinen grünen Punkt und Müll wird auch in Deutschland verbrannt und Müll wird auch bei uns unter kontrollierten Bedingungen, unter hohen Temperaturen verbrannt, genauso wie wir das jetzt hier auch machen und ich sehe da nichts Frevelhaftes. In diesem Sinne habe ich jetzt euch mal den oder das Wort Entwicklungshelfer erklärt, oder so wie ich das sehe, und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.